jetzt eingeblendet? Die Bauchbinde. Ey, Marc, mach mal die Bauchbinde weg. Sag mal. Ich hab's vergessen. Yay, das hat geklappt. Ich wollte nur testen, ob Marc aufmerksam ist. Wir müssen mal dazu sagen, Moment, das hat er gar nicht mitbekommen, weil er ist ja verzögert. Er hat das gesehen. Ja? Ja, klar. Herzlich willkommen zu einem... Siehste, er ist da, ich sehe ihn doch. Freunde, hallo ihr Lieben. Okay, wir fangen mal ganz von vorne an, weil ich das dann wieder wegschneiden kann, so wie unsere üblichen Anfänge sind. Und jetzt, hallo, herzlich willkommen zum neuen Karchak-Livestream aus dem Karchak-Studio aus Essen. Heute ein super interessantes Thema, nämlich die Präparation mit Rauglatt-Spray oder mit Rauglatt generell. Was ist das? Wann wurde es erfunden? Was für Applikationen gibt es? Wie kann man es aufbringen? Kann man es selber machen? Was für Tricks gibt es? Und so weiter und so fort. All das werden wir heute beantworten. Ist plus, ein spannendes Thema und plus, natürlich auch ein bisschen was vorführen. Ja, es ist gerade wirklich ein neuer Trick entstanden. Ja, und der ist genial und super simpel, ganz klar. Und auch darauf freut sich dann der viele, euch das später zu zeigen. Wir haben eine Menge für euch vorbereitet und bevor wir loslegen, kommt das. Wie geordnet du das jetzt auf einmal angefangen ja, hast, ich das ist total ungewohnt, ey. Ich habe ein anderes YouTube-Video gesehen und fand das so richtig toll, wie er das gemacht hat. Und das würde ich dann auch ganz gerne mal irgendwann übernehmen. Also im Endeffekt geht es darum, Leute, ihr seid beim richtigen Kanal, dem Karchak-Kanal. Wir sind spezialisiert auf Zaubereffekte, die super einfach sind, nämlich genial einfach, aber einfach genial. Haben wir soweit gut durchgezogen. Ich finde, das ist mal wichtig, wenn die Leute super. Jetzt das allererste Mal dabei sind. Machst das toll. Und das noch nie vorher gesehen haben, dann können die nämlich ja jetzt Wahnsinn, anschließend mal hier auf die Glocke. Also wenn die was da diesen Stream toll hier gefunden los, haben. Was ist hier los, habe ich mich vorbereitet Christian, oder habe ich mich vorbereitet? Christian hat ein Skript gelernt, ey. Ja, nein, habe ich nicht. Aber was spannend das, ist das auf jeden Fall. Was Leute, ist das schön, ey. Wenn es euch gefallen hat oder später gefallen wird, dann abonniert uns, klickt die Glocke, dann könnt ihr auch immer informiert werden, wenn es wieder weitergeht. Ist eine spannende Geschichte heute. Ja, und ich bin ganz spontan für dich, was? Nee, ich finde das sehr, sehr beängstigend, dass du auf einmal hier so chaosmäßig 3 Stunden rumrennst, wie so ein gestochenes Eichhörnchen. Und aber jetzt wir haben auf einmal, heute wichtige du Sachen stehst gemacht hier, ja, absolut. Du, ja, haben wir wirklich. Und du hast gedacht, und, ich wäre nicht geskriptet. Und du stehst auf einmal hier wie so ein Vertreter und sagst, meinen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum täglichen Karchak-Stream. Wir sind Spezialisten für Kartenherstellung. Das ist ja sensationell. Du kriegst einen Oscar. Hallo, wir machen das hier seit einem Dreivierteljahr. Wenn wir es jetzt noch nicht drauf haben, dann weiß ich auch nicht. Und na klar habe ich die Knöpfchen entdeckt. Das Ding habe ich mal gekauft irgendwann. Natürlich. Das wurde dann natürlich mächtig umprogrammiert, aber ich traue mich langsam auch hier Knöpfchen zu drücken. Super, wir haben es auch extra mit. Wir haben es extra so oldschool gelassen, Keynote, weil das war für dich ja auch wichtig. Keynote. Ja, nee, ist klar. Komm, ich zeige dir mal, was ich alles kann. Da steht nämlich auch Keynote. Guck mal, habe ich drauf gedrückt. Die Funktionsweise. Ey, Warum eigentlich, Freunde, nicht? Wir starten heute direkt los. Es ist geil. Ich freue mich. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Nicht so und, viel gelabert. Ja, genießt die Show. Dankeschön. Ich chill mich hier nur hin und zieh's mir rein. Der Anfang ist ein bisschen vorbereitet, ein bisschen geskriptet, weil im Endeffekt ist natürlich eine spannende Geschichte. Rau-Glatt-Präparation, was ist das überhaupt? Warum heißt es rau, warum heißt es glatt? Ist ein Kartenspiel nicht immer glatt? Und warum liegt hier Stroh? Warum ist hier Corona? Sorry, ich versuche jetzt auch dementsprechend den professionellen Rahmen zu bedienen, den du hier auffährst. Und ist doch genial, oder? Super, ich finde es klasse. Also Freunde, wir sprechen heute tatsächlich über Rau-Glatt-Präparationen, über Science-Fiction und all die tollen Upgrades, die wir euch bieten können, hier bei unserem tollen Karchak-Unternehmen. So. Wobei ich jetzt mal dazu sagen muss, über die vielen Jahre, wo ich jetzt dabei bin, hatte ich mir schon das ein oder andere Mal Gedanken gemacht, warum ist es überhaupt Rau-Glatt? Und warum funktioniert es? Und warum funktioniert es mit bestimmten Präparationen, die mir so gar nicht geläufig sind? Denn normalerweise ist es ja so, wir kennen die normalen Kartenspiele. Wenn wir die von US Playing Card nehmen oder die aus Taiwan, die laufen besonders gut. Die Deutschen sind eher bescheiden. Die sind ja Klötzchenbildung, würde ich mal sagen. Da nützt auch nichts mehr, noch mit Rauglatt zu machen oder mit diesem Gleitpuder, damit die Karten halbwegs ausstreifen. Da ist Hopfen und Malz verloren, also die Karten sind dafür nicht geeignet. Also man muss erstmal ein sehr glattes Kartenspiel haben, das ist dann die glatte Präparation. Und dann geht man hin und nimmt sich bestimmte Sachen und macht die dann rau.
Das ist so erstmal Grundvoraussetzung und bedeutet, wenn man jetzt die eine Seite entsprechend rau präpariert, und man muss sich jetzt einfach vorstellen wie so Sandpapier, wenn man jetzt Schleifpapier hat, da sind ja so Sandkörnchen drauf, und wenn dann so zwei Seiten mit dem Sandpapier aufeinander haften, dann reibt das sehr, sehr stark und gleitet dann nicht mehr weiter, und deswegen haften die Karten zusammen. Aber wie auch bei Sandpapier, da klebt nichts, sondern es haftet nur. Man kennt ja das noch aus der Physik von der Schule, Haftreibung und Gleitreibung, sagt ihr das noch was? Absolut, ist lang her, aber... ne, da gab es schon was, ne? Da das ist das Auto erstmal, und wenn es erstmal rutscht, dann rutscht es. Absolut. Ne? Dann rutscht, dann rutscht es, Freunde. Das ist übrigens auch mein Motto, ey. Sorry, Entschuldigung. Okay, das nehmen wir dann auch nochmal raus. Nein, Quatsch. Genau. Und ja, und da ist dann auch eigentlich das nächste Problem. Warum nämlich bei manchen Rauglattpräparationen nach einer Zeit die Spiele immer schlechter werden, also dass die Haftung dann doch nicht mehr so doll ist und so weiter. Und auch da ist wieder das Beispiel mit dem Sandpapier eigentlich ganz gut geeignet, weil wenn diese Körnchen so nach und nach, man kennt das ja auch, wenn man jetzt wirklich mit Schleifpapier schleift, nach einer Zeit ist dieses Schleifpapier durch, die Sandkörnchen sind weg und so weiter, und dann schleift da gar nichts mehr. Ja. Und das passiert halt auch bei einer Invisible Deck Präparation zum Beispiel, denn wenn man das oft genug gemacht hat, dann reiben sich so nach und nach die Pünktchen weg. Es gibt tatsächlich beim Invisible Deck, also als ich noch oldschool mit dem normalen gearbeitet habe als Profi, gab es so, also am Anfang habe ich es gekauft, da war das so krass fest, dass ich echt Probleme hatte. Dann kam der Moment, wo es super lief. Da lief es einmal eine Vorführung. Genau. Und dann kam der Moment, wo du nicht darauf vorbereitet warst. Und dann öffnet sich's. Eine Karte ist umgedreht und du spreadest aus und es sind 12 Karten umgedreht. Und dann so. Ja. Das passiert leider. Und da haben wir das ganze Problem auch, glaube ich, ganz gut gefixt. Oder du mit Alexander Kölle damals. Und da kam auch schon eine Frage in den Chat rein, das habe ich nämlich gesehen. Ah, Christian, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen, ich bin jetzt einfach das Sprachrohr wieder. Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Science Friction und Rauglatt? Warum sollte ich denn jetzt Science Friction kaufen hier? Sollst du gar nicht. Okay, dann kaufe ich es nicht. Ja, dann haben wir es ja nicht. Also jeder nimmt das, was für ihn am besten passt. Und es gibt halt verschiedene Präparationen, zum Beispiel die Präparation, wie du schon sagtest, mit Rauglatt. Ja. Oder halt Science Friction, das ist so die neueste Generation oder die aktuellste Generation an Rauglatt-Präparationen, die wir überhaupt anbieten und die wir erfunden haben, speziell der Alexander Kölle, sei gegrüßt. Und aber von der Historie her gibt es diese Präparation schon irrsinnig lange. Und das Ganze ist mehr oder weniger fast schon 100 Jahre alt, diese Präparation. Denn 1936, oder? Ja, von einem... Joe Burke. Burke. Genau, ich habe schlecht geschrieben. Ja, du hast schlecht geschrieben. Der hat das Ultramental Deck erfunden. Und kannst du soweit lesen, ne? Genau, das kam 1936 raus. Ich sehe nur den Chat nicht so gut, weil er schon wieder so klein ist. Ja, er ist schon wieder so klein, ne? Da müssen wir noch irgendwie mal dran arbeiten. Vielleicht mal ein größeres Display kaufen. Oder den Bildschirm einfach ein bisschen näher schieben. Ja, das ist gut. Egal. Also, der Joe Burke, der hat 1936 das Ultramental Deck rausgebracht. Aber das ist ja nicht die Präsentation, die wir so kennen. Denn für uns ist ein Invisible Deck ein Invisible Deck. Was ist denn ein Invisible Deck? Ja. Ein unsichtbares Kartenspiel. Und dabei geht es ja darum, man wirft scheinbar ein Kartenspiel in das Publikum, ja, bringt die üblichen Gags, ne, aus der Schachtel rausnehmen, mischen und so weiter. Ja, genau. Ja, ja. Okay, und geil. Irgendwann wird das Ding sichtbar. Warum gab es denn diese Vorführung? Da kann nämlich jemand anders drauf. Und das war der Herr Eddie Fields. Genau. 1942. Ist das nicht cool? Dein Geburtsjahr, ne? Aha. Nee, 1942, wo bitte geht's nach Hollywood? Das ist ein ganz, ganz toller Spielfilm vom... Geburtsjahr meines Papas. Ah, cool. 41 war meiner. Egal, das haben wir dann auch soweit geklärt. Und der Eddie Fields, der kam auf die Idee, das Ultramental Deck für diese Routine vorzunehmen, indem er nämlich dieses Kartenspiel ins Publikum warf und so weiter. Also der war der Erfinder dieser Präsentation, des Invisible Decks. Und er sagte, dass das Ganze von einer Idee kam, weil er einen Freund hatte, der im Krankenhaus war und vorgab, ein bisschen ein bisschen buschelig zu sein und hatte scheinbar mit einem unsichtbaren Kartenspiel gespielt. Es war aber tatsächlich schon viel, viel früher, auch tatsächlich schon im Kino. Und ich bin ja ein großer Fan von Stan Laurel, Oliver Hardy, Dick und Doof. Die haben sogar uns meine Phoenix-Geschichte geprägt und so weiter. Oder Bicycle, warum ich so mit gestartet habe. Die Geschichte höre ich jetzt schon zum 100. Mal. Aber, sorry. Aber du kennst nicht die Geschichte mit dem Kinofilm Ollie the Eighth.
Da war nämlich Olli dabei und da gab es eine Szene, bei dem, das war sogar 1934, also sehr, sehr früh, sogar noch vor der Erfindung des Ultramental Decks. Da wurde nämlich schon tatsächlich so getan, als hätte man ein Kartenspiel, ein unsichtbares Kartenspiel in der Hand, was natürlich die ganzen Gags brachte. Mach nochmal die Bewegung. Und diese ganzen, ich weiß, und diese ganzen Gags, die kamen dann tatsächlich mit in die Vorführung des Invisible Decks. Also eigentlich sind wir alle, ohne es zu wissen, sehr dankbar von den beiden super Comedians Oliver Hardy, Stan Laurel. Und es ist auf jeden Fall auch ein absolut tolles Kunststück. Also ob man das jetzt so vorführt wie mit dem unsichtbaren Kartenspiel oder generell diese Idee dahinter, ist einfach absolut genial. Und seit es Science-Fiction gibt, ist das Ding, finde ich, sowas von bulletproof. Weil, weißt du noch, ich habe 2013, Release von Science-Fiction war 2014? Ich glaube, 2014, ja, das allererste Mal, genau, bei Magic gleich Icon. Mit Nephilim damals, glaube ich. Auf Nein, der Nephilim kam später. Kam später, ja, dann war es 2013. Ja. Okay, so. Könnte sein, ja. Und ich habe damals bei dir am Stand 2013 gestanden und habe das Science-Fiction-Set mitgenommen, habe mein Science-Fiction-Set benutzt für ein Invisible-Deck. Das erste Mal. Das erste habe ich noch eingesprüht, beide Karten, also alle 52, ging gar nichts mehr. Ende, Thema erledigt. 26 Karten reichen vollkommen. Und dieses Spiel, hätte ich nicht umgeswitcht auf Large Index, wäre das immer noch im Gebrauch. Und ich habe viele Jobs gemacht. Das Ding ist Bombe. Also das hält ultimativ lang. Also die Karten fallen euch eher auseinander, als dass die Dauerglatt-Bearbeitung irgendwie zerbricht. Das ist unfassbar gut. Ja. Jetzt von der Erinnerung her könnte ich mir fast vorstellen, dass es dann 2014 war, wenn du dann in Blackpool warst. Es war 2014. In Blackpool. Es war 2014 in Blackpool. Weil wir hatten nämlich den World Release vorher bei Magic Live. Und das war im August und das war 2013. Dann war es 2014 in Blackpool, ja. Genau, also eine spannende Geschichte. Und dann könnte es sogar auch mit Nephilim hinkommen, weil das dann ein halbes Jahr später released wurde und so weiter. Ja. Und dann hast du beides gesehen, wie genial ist und das denn? Und ich habe auch beides gekauft. Ja, danke dir dafür. Super. War schön. Ja. Und das Nephilim auch genial, oder? Absolut. Leider nicht mehr verfügbar. Und die letzten und sind dann vor vier Jahren, ja, ich weiß, aber da... ja, wie auch immer. Gut, dass Herr Marc nicht hier ist. Der steckt sich immer Muster ein. Ja, ich auch. Ja, dann. Ich vermute mal, ich habe es nachher noch. Ich hoffe es sehr. Also, das Invisible Deck. Im Endeffekt geht es darum, man kann scheinbar ein Kartenspiel komplett aus einer Richtung vorzeigen und zum Schluss wird die vom Zuschauer genannte Karte wird gefunden. Dankeschön. Das hatte ich jetzt so nicht gesehen. Ah, super. Befindet sich dann umgekehrt im Spiel. Ist ein echter Klassiker. Das kann man durch Sleight of Hand machen und sonst was. Und eigentlich ist diese gesamte Präparation, über die wir heute hier reden, ist perfekt dafür gedacht, dass man jegliche Handhabung, jegliche Fingerfertigkeit abhaken kann, weil hier macht die Präparation den Trick. Kann man so sagen. Absolut. Und genau. Du hast hier noch sogar ein kleines Feature mit drin. Also deine Sprühtechnik ist etwas, also ich habe mein Spiel ja vollflächig eingesprüht, aber auch, weil ich das Gefühl mittlerweile habe, ist sie zu trennen. Aber ich finde es eigentlich sehr genial, wie die Präparation hier funktioniert und wie quasi die Kunden die bekommen mit dieser halben Präparation. Mit der halben Präparation, ja. Unten drückst und es passiert nichts und sobald du locker mit der Hand oben drauf gehst, kommt die Karte raus. Das finde ich eine sehr schöne und einfache Handhabung. Ja. Natürlich nach wie vor auch One-Way-System, das heißt, du weißt genau, auf welcher Seite die Präparation ist. Das ist ein Hit. Also logisch. Ich nutze aber auch zum extra eine Bildkarte, die auch ein One-Way-Design hat, automatisch. Also die Herz 6, glaube ich, weil die Sechser, die haben eine Markierung. Ich rechne ja gar nicht beim Invisible Deck. Also viele fragen mal, weil ich das sehr schnell mache, wie ich das mache. Aber ich habe eine andere Handhabung. Also ich habe sogar noch einen Convincer drin mit zwei Joker-Karten, dass die Leute wirklich das erste Mal eine Rückseite sehen beim Rauskommen. Und handhabe es dann von hinten quasi. Ja, ist generell besser. War auch eine... Ja, Je nachdem, wo von Jeff McBride hatte mir das so gesagt, Handhabung ist dann macht so. Das in diesem Bereich, genau. Wenn man es hier oben macht, dann befindet sich hier die Bühne rund um dein Gesicht. Genau. Und dann stehst du im Mittelpunkt und nicht dein Hosenstall. Je nachdem, wenn man es da unten macht, ist nämlich dein Hosenstall die Bühne. Wenn du Surrounded vorführst, da haben wir natürlich dann auch die Lösung mit dem ID 360, wo man auch noch... Kommen wir dann noch später drauf, genau. Aber ansonsten ist das wirklich absolut ein absoluter Knaller. Und ich führe es mittlerweile vor und ich verrate es auch super gern. Ich habe immer zwei Decks, ein blaues Invisible Deck und ein rotes markiertes Spiel. Und ich lege das Invisible Deck hier hin, hole das markierte Spiel, lasse eine Karte ziehen, die Karte kommt hier hin. Und ich sage, pass auf, ich habe im Vorfeld hier eine Karte verkehrt reingesteckt. Und bevor wir deine Karte angucken, gehe ich hier durchs Deck
hol die einzig umgedrehte Karte raus, leg die auch daneben und die matchen. Das finde ich eine sehr schöne Variante, ohne dieses rauswerfen, sonst was. Mal. Das Ganze ist auch noch genial, wenn du sogar sagst, mit welchem Spiel soll man arbeiten. Klar, absolut. Dann ist ja sehr egal, aber das geht mit beiden. Geht also immer. Das ist so meine Vorführungsweise, die ist jetzt auch nicht von mir, aber mit der habe ich mich angefreundet, die ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ja. Und finde ich absolut genial, weil du halt mit zwei Kartendecks arbeiten kannst. Ich finde es schön. Also generell, wir sind jetzt im Bereich des Invisible Decks, aber um das generell nochmal ein bisschen größer zu führen, er guckt nochmal im Stream nach, um das Ganze nochmal größer zu führen, die graue Glattpräparation lässt sich natürlich auch wesentlich mehr ausdehnen als nur auf ein Invisible Deck, ist aber der mit Abstand größte Klassiker, Brainwave Deck und Invisible Deck. Und alle anderen Kunststücke nutzen halt entweder nur einen Teil oder zum Beispiel für ein Minitekel-Deck oder Popeye-Popper-Deck ist das, glaube ich, auch noch was mit Rauglatt arbeitet. Ich meine ja. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir es mal so. Das Ganze kann zum Beispiel mit Haarspray gemacht werden. Wenn man so eine Low-Budget-Version haben möchte, dann kann man tatsächlich mit Haarspray die beiden Karten einsprühen, damit die aneinander haften, weil oder Haarspray hat das. Aber hier kommt im Chat auch noch jemand, der die andere Variante mit diesem anderen komischen Spray, ob wir das kennen. Das Plasti-Dip-Spray, ja. Kommen wir später noch zu. Kann man was dazu sagen? Muss man jetzt erstmal nicht. Wir sind jetzt noch bei dem normalen Rauglatt. Also es gibt, wie gesagt, das Haarspray, es gibt auch Rauglattstifte, die von dem Robson, da gibt es einige, damit man ganz schnell mal auf der Toilette, wenn man ein geliehenes Kartenspiel hat, mal eben kurz präparieren könnte. Dann, selbst da kann man es vorführen. Es hält nicht super lange, aber es hält zu dem Zeitpunkt genau. Und ist dann auch zuverlässig für den Moment. Ich würde es aber nicht jetzt generell machen bei meinen Kartenspielen, dafür ist es nicht gut genug, meiner Meinung nach. Mhm. Dann gibt es normales, dann ist jetzt die Frage, was für einen anderen Lack nimmt man. Vielleicht kennt ihr auch diese kleineren Dosen, die man so bei Zauberhändlern kaufen konnte. Mhm. Ich dachte, ich hätte mein Ding lautlos geschaltet, aber dann auch nicht. Das ist eine Abmahnung. Egal, Abmahnung. Und das sind diese kleinen Sprühflaschen, die sehr teuer sind und sehr klein und sehr schnell leer. Und die werden dann auch extra nochmal umgelabelt und als Zauberer-Rauglattspray bezeichnet. Das Zeug ist super matt. Also da sieht man auch die Präparation und das ist nicht so gut. Was sich wirklich dahinter verbirgt, ist die Firma Testors. Das ist der Testors-Lack, den man normalerweise nutzt, wenn man Modellbau baut und Militärfahrzeuge und so weiter baut und die dann diesen Look geben möchte, als wären die einmal durch den Schlamm gefahren und sonst was. Da kommt dann so eine Rauglatt, so eine Raupräparation drauf und die ist extrem sehr, sehr, sehr stark und damit arbeitet es sich am schwersten. Erstens mal ist sie sehr sichtbar, weil einfach die Reflexion vom Glanz nicht so gut ist und die ist wirklich hart. Sehr hart, diese Trennung. Die andere Geschichte, die ich dann vor Jahren und noch vor Science Fiction ins Leben gerufen hatte, war dann auch, es gibt ein anderes Spray, das gibt es in Amerika ohne Probleme zu kaufen. Das ist auch gar nicht so teuer. Das empfehle ich auch, wenn ich einen Kunden habe, der normales Rauglatt braucht. Das nennt sich Krylon 1311. Das ist so ein Matt-Spray von der Firma Krylon. Die ist sehr namhaft, wie bei uns. Was gibt es so Hersteller von Lacken? Keine Ahnung was. Dupli, irgendwie sowas, genau. Und ich bin hingegangen und hatte einen Lack gemischt gehabt und den habe ich dann entsprechend mal rausgebracht. Das ist dieses Rauglattspray, was von unserer Seite aus kommt. Und da habe ich tatsächlich einen Mattlack genommen und einen Glanzlack und habe den so weit zusammengemischt, bis sich die Haftung ergeben hat, wie bei einem Mattlack, damit dieses raue Gefühl da war. Aber ich wollte ganz gerne so einen seidenmatten Lack, so einen Glanz haben, dass das nicht auffallen würde, wenn ich die Karten jetzt nur teilweise sprühe oder sonst was. Also gegen das Licht würde sich da gar nichts tun. Und da habe ich dann halt eine Kombination gefunden aus beiden Lacken und habe die dann entsprechend abfüllen lassen und hatte das vor einigen Jahren rausgebracht. Und ganz ehrlich, weil wir ja auch sehr transparent sein wollen, ist es genauso, ich will jetzt nicht schlecht sagen, aber weil wenn ich jetzt Sachen mit Science Fiction vergleiche, muss ich einfach sagen, die anderen Sachen stinken ab dagegen. Unser eigenes Spray. Ich bin ehrlich, ich habe damit gar keine Erfahrung, weil für mich das alles raus ist, seit Science Fiction es gibt. Aber ist es besser als ein normales Rauglatt oder ist es genauso beschissen? Also auf Deutsch gesagt, im Gegensatz zu Science Fiction von der Zuverlässigkeit, würde ich sagen, ist es gut, aber auch das kann sich natürlich abnutzen durch diese. Also es ist keine Verbesserung an sich jetzt, wo wir sagen. Zum damaligen Zeitpunkt, weil es das Testors ist, das Einzige, was immer so im Angebot war, da ist es Meilen entfernt von und wesentlich besser. Mhm.
Und es hat genau die Eigenschaft, die man eigentlich braucht. Weil hier muss man ja auch nochmal dazu sagen, was ist der Unterschied zwischen dem Science Friction und einem Lack wie diesem hier? Das ist, dass man normalerweise, um diese Haftung zu bekommen, man beide Karten, also wenn ich jetzt zwei Karten habe und die sollen aneinander bleiben, dass sie sich nicht mehr bewegen, dann reicht es nicht, wenn ich nur eine Karte präpariere, weil die andere noch so glatt ist, wenn ich die aufeinander tue, gleiten die dann trotzdem noch weg. Das nützt nichts. Mhm. Das heißt, bei einem normalen Rauglatt Spray präpariere ich beide Seiten und dann reagiert quasi der Lack zum anderen Lack und haftet dann dort, verzahnt sich quasi und arbeitet dann. Dazu auch ein kleiner Tipp, wer tatsächlich mit Rauglatt arbeitet. Wir senden jetzt im Mai, aber wer weiß, wann man das Video sieht. Ich habe auch leidige Erfahrungen gemacht. Ich habe nämlich Wir senden im Mai? Wir sind gerade im Mai. Ach, wir senden im Mai. Okay, jetzt alles klar. Ja, und wir haben aber auch natürlich einige Trickspiele gehabt. Zum damaligen Zeitpunkt mehr Trickspiele mit dem normalen Rauglatt bearbeitet. Später dann eher mit Science Fiction, weil wirklich besser. Und ja, die Spiele mussten natürlich präpariert werden. Das macht man jetzt hier nicht im Lager und wie auch immer. Und kalte Jahreszeit. Also Kälte und Rauglattspray ist nicht so gut, weil diese Spitzen, die man quasi so drauf sprüht, wenn man sich das wirklich mal unter dem Mikroskop anguckt, dieser Mattlack oder wenn man einen Mattlack nimmt und den drauf sprüht, dann entstehen da so kleine Spitzen und durch diese Spitzen erscheint das Ganze matt, weil das Licht halt wegreflektiert und der Glanz wegfällt. Und ja, wenn der Lack im Winter oder in der Kälte eher sehr, sehr viel Zeit hat zu trocknen, weil der einfach wesentlich langsamer trocknet, dann werden diese Spitzen, flachen die ab und werden immer runder. Mhm. Das heißt, man hat zwar irgendwie immer noch das Gefühl, aber dass es Mattlack ist, reagiert nur gar nicht. Also ich habe damit Spiele präpariert, die sahen matt aus, die fühlten sich matt an und da war null Wirkung. Die waren, da konntest du wegwerfen. Also in der Kälte auf keinen Fall rauglatt verwenden, dann bitte einen schönen beheizten Raum vorher machen und so weiter. Was ich mal festgestellt habe, vor Jahren, wo ich noch nicht so, also wo wir uns zwar sehr, sehr gut kannten, aber wo ich noch nicht so tief in der Phoenix-Materie drin war, ich habe damals, glaube ich, ein Parler-Spiel gehabt von dir. Ja. Und ich glaube, die waren über Katamundi produziert damals auch schon. Nein. Nein? Nein. Okay. Erzähl mal weiter. Ich hatte das Problem, dass es hat nicht funktioniert. Also das Science Friction hat nicht auf dem... Genau. Und das hat mich total gewundert. Science Friction hat auf diesen Karten nicht gehalten. Und dann hast du mir gesagt, das liegt an dem Finish, was damals an diesem damaligen Finish war. Auch sehr spannend. Das heißt, es könnte sein, dass bei anderen Kartenherstellern, die es jetzt so auf dem Markt gibt, quasi das Spray auch nicht halten würde. Aber dann hält auch Rauglatt wahrscheinlich nicht, oder? Ist das so? Würde halten, wenn man jetzt zum Beispiel ja wieder Testors nehmen würde und so weiter. Das hatte ich mir nämlich auch gehabt. Du hast recht, das waren damals Karten von Katamundi. Da hatte ich nämlich auch einen Effekt mit den Frauenköpfen gemacht gehabt und so weiter. Und hatte mir das alles so gut vorgestellt und so weiter mit Science Friction und die Karten zu reparieren. Und das Ding war ein Schuss völlig in den Hintern. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Lack auf diesem Finish von dem, weil da ist mehr Silikonanteil drin, um das noch gleitender zu machen. Und der hat sich mit dem Science Friction überhaupt nicht so vertragen. Ja? Hier kam auch gerade noch eine Frage rein, und zwar kann man theoretisch denn, also ich stelle die Frage jetzt mal so, wenn Karten schon präpariert waren, mit Rauglatt zum Beispiel, Science Friction drüber, oder geht die Kombination überhaupt irgendwie, oder Science Friction war schon drauf, Science Friction nochmal drüber? Oder, man kann natürlich, wenn es vorher eine Science-Friction-Präparation war, würde ich jetzt empfehlen, wieder Science-Friction zu nehmen. Wenn es vorher Rauglatt war, würde ich sagen, verbessere es lieber mit normalem Rauglatt-Spray. Übrigens, ich sah da gerade einen Hinweis, ich habe noch Zeug von vor 35 Jahren. Fläschchen ist noch gut. Der Punkt ist folgendes, ich habe sogar die Rechte und ein Musterfläschchen von dem Rauglatt-Mittel, das ist eine Flüssigkeit vom Astor. Dem alten Astor, der ja vor einigen Jahren verstorben ist. Und der hatte mir die Rauglattpräparation damals vermacht. Aber sie ist einfach, die wurde damals von einem Apotheker abgefüllt und so weiter. Da sind also mehrere Komponenten drin. Also meiner Meinung nach ist, danke, dass das mir gegeben hat. Aber meine Mittel waren irgendwie nachher besser als seine Präparation, obwohl die auch gut war. Wenn man tatsächlich mal mit Flüssigkeiten arbeiten möchte und dann mit einem Pinselchen auftreiben oder Schwämmchen auftragen, gut, ich glaube, Spray ist so mehr das Mittel der heutigen Zeit. Kommen wir doch mal zum Punkt Präparation, oder? Ja, sehr gerne. Aber wir hatten das gar nicht abgeschlossen. Also wir hatten diese zwei Seiten bei normalem Rauglatt.
da hält es dann. Und bei Science Fiction ist es tatsächlich dann, das ist nämlich der Unterschied, dass eine einzige Präparation reicht und diese Präparation auch schon reagiert mit jeder glatten Seite. Hm. Dadurch hat man aber auch jetzt wiederum einen Nachteil, weil manchmal möchtest du nur, dass eine Karte in dem Moment verschwindet, wo sie auf eine andere Fläche trifft. Kommt. Ja. Und Science Fiction, eine mit Science Fiction präparierte Karte wird ja immer funktionieren. Ja, stimmt. Und das heißt also, da muss man auch ein bisschen abwägen, was ist der Effekt, den man erreichen möchte. Ja, ja. Und mit welcher Präparation klappt es dann am besten? Weil manchmal ist es das Kleben, manchmal ist es Science Fiction, manchmal ist es rauglatt, das weiß man gar nicht. Absolut. Ne? Also da muss man einfach sehen. Also das Ding ist auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung wert für... Ja. Ja, und übrigens in dem Zusammenhang, genau. Als wenn man das Set kauft, also wenn man dieses Flasche kauft, habe ich das dann auch mit dazu genommen, weil zum damaligen Zeitpunkt, als ich anfing mit Science Fiction, ja, geh mal ruhig auf die Top-Kamera, als ich mit Science Fiction anfing, kam dazu, dass man natürlich diese Karten irgendwie einzeln präparieren müsste. Und ich saß, ich war gerade zu dem Zeitpunkt in Ungarn bei dem Jupiter, bei dem zu Hause und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich hatte mal eine sehr kreative 5-Minuten-Phase und hatte ein Sprühgitter mir überlegt gehabt. Also ein Gitter, da hatte dann mein Vater aus Holzleisten und so weiter ein Gitter produziert, in dem dann die Karten einzeln reingesetzt werden können. Und damit die ja jetzt nicht einfach nur in so einem Kästchen drin sind wie hier, war das Ganze dann leer, ja, also wirklich nur der Rahmen. Und darunter war dann eine Platte, die dann ein bisschen ein Podest hatte, damit die Karten nicht durchrutschen konnten und wie auch immer. Und das war mein allererstes Sprühgitter, was ich produziert hatte, beziehungsweise für meine eigene Produktion, weil es von der Menge her, beziehungsweise mein Vater hat es präpariert, das war eine Schweinearbeit. Wir haben dann irgendwann mal das Ganze umgestellt und die werden jetzt gelasert, beziehungsweise gefräst, diese Platten, damit man das so machen kann. Du kennst die Platten. Ich kenne die Platten, meinst du interessant mal zu zeigen? Jetzt in dem Maße jetzt nicht, okay. Aber wir haben halt ich hatte diese Idee dann weitergeführt zu dem Hausgebrauch, dass ich von diesen Blättern entsprechend welche produziert habe, wo man das ist Visitenkartenkarton, den man jetzt entsprechend hochklappen kann und wo die Karten hundertprozentig so reinpassen. Davon werden dann 9 Stück geliefert. Moment, Entschuldigung, 6 vorne mit 9 Karten drauf. Das heißt, man kann ein ganzes Kartenspiel auslegen, sodass die Karten auf keinen Fall durch die Gegend fliegen können, wenn man mit dem Spray darüber geht und der Winddruck die dann irgendwo anders hinschießt. Ich habe das auch zu Hause und das ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Coole Geschichte, oder? Ich habe auch schon on the flight, wo ich auf Jobs war, im Auto kurz mal ein komplettes Invisible Deck mal kurz gesprüht. Oh, das habe ich auch von jemandem gehört, einem Seminarleiter, Name nicht genannt, aber der hatte auch im Sommer mal, leider natürlich alles vor Corona-Zeiten, hatte er auch eine Seminartour gegeben und er hatte einen Effekt, der auch mit rauglatt war und er musste immer quasi Kartenspiele für die nächste Lecture vorbereiten und war dann auf einem Autobahnrasthof kein Problem. Am Sprühen und hat dann die Karten präpariert. Gar kein Problem. Damit seid ihr safe, ne? Großes Zahlungspapier drunter. Ganz wichtig ist... Ja. Lüften ist wichtig. Also ich mache es prinzipiell generell am liebsten draußen auf dem Balkon. Heute würde ich sogar sagen, ihr habt jetzt alle eine Maske zu Hause. Setzt die einfach mal auf, dafür sind nämlich gut. Da kann man auch wirklich sagen, besser kann man es gar nicht machen, als eine Maske aufsetzen. Kann man man kann es einzeln kaufen, dieses Gitter bei uns? Man könnte es, weil der Punkt ist, für die Amerikaner gibt es das Gitter halt einzeln, weil wir können die Flaschen nicht so ohne weiteres verschicken. Innerhalb Europas geht es. Aber wir können es nicht fliegen lassen, das Spray, weil das ist Gefahrgut, ne? Ist halt ein Aerosol und so weiter, da gibt es halt auch ein paar gefährliche Sachen drauf und so weiter, wie man das so kennt beim Spray. Und deswegen empfehle ich dann den Amerikanern, nimm dieses Krylon Spray, aber nimm dir das Sprühgitter, dann bist du da auf Nummer sicher. Ja, und das ist echt eine tolle Sache, weil das hält bombenfest, Wenn man das Ganze hat, wenn man jetzt sich das Spray geholt hat und auch Science Fiction hat, dann kann man das natürlich auch für Science Fiction benutzen. Wobei ich jetzt auch etwas gemacht habe, ich bin nämlich hingegangen, hier würde ich jetzt quasi 9 Karten komplett gleichmäßig sprühen. Ich bin aber auch hingegangen und hatte dann noch so Abdeckungen gemacht, die auch ausgestanzt werden. Und die kann man auch so anknicken, dass die so abstehen, weil wenn ich die glatt lasse, dann würde ich jetzt hier, wenn ich die drauflege, eine halbe Karte genau besprühen. Und hier eine sehr, sehr harte Sprühkante bekommen. Und meine Überlegung war, wenn ich diese Kante hochklappe,
dann ergibt sich so auf 45 Grad quasi, dann, und man sprüht entsprechend von der anderen Seite. Eine weiche Kante. Dann gibt es eine weiche Kante, weil es da dahinter halt eine Luftverwirbelung gibt und dann geht dieses Spray ganz leicht raus und dann kann man das auch nicht so ohne weiteres sehen. Wo du mir das damals das erste Mal erklärt hast, habe ich mir gedacht, Alter, wie geil du bist, ey, wirklich. Kann man mal machen. Es ist halt echt alles komplett gut durchdacht und überlegt und es ist tatsächlich auch also jetzt aus dem Profibereich her, ich muss sagen, das ist echt ein Upgrade und das ist echt super. Also es ist eine super Idee. Ja, es nervt, ein ganzes Kartenspiel, die ganzen kleinen Förmchen, aber... Ja, das stimmt, das gebe ich zu. Ja, es ist auf jeden Fall praktikabel, ihr seid damit halt, ihr habt hinterher halt ein perfektes Ergebnis. Und da können sich halt keine Karten, weil wenn man die auf der Zeitung auslegt, dann muss man ein bisschen mehr Abstand machen. Ja. Das heißt, man vergeudet mehr Spray. Dann sprühst du drüber, dann geht da Luft unten rein, dann fliegt die Karte irgendwo. Klebt irgendwo auf eine andere drauf und so weiter und so fort. So, das ist perfekt, weil so kannst du das dann auch nehmen. Auch wenn du eine kleine Fläche hast, stellst du es irgendwo hin, trocknest es, machst das nächste. Ja, und du vergeudest null Spray, weil die Karten wirklich aneinander stoßen quasi, ohne sich zu überlappen. Aber für Parler-Karten? Für Parler-Karten gibt es das auch, da gibt es dann, sind dann die Formen etwas größer und da passen dann weniger Karten drauf, deswegen gibt es dann 9 davon. Allerdings bei dem Parler-Spiel habe ich diese Abdeckplatten jetzt dann nicht gemacht, weil es gibt dann immer noch 9 Blatt Papier, aber halt anders. Okay. So bleibt es dann irgendwie gleich. Schön. Ja, das ist also das, wenn man es selber machen möchte. Wir können jetzt dann noch eine Variation weitergehen und das war halt so die Sache, wenn man jetzt auch jetzt nicht auf Science Fiction oder auf das Rauglattspray gehen möchte, dann wir sind nämlich hingegangen und haben entsprechend mit den Spielkartenherstellern gesprochen und haben dort Rauglatt produzieren lassen, direkt auf dem Lack, also oder mit einem Speziallack, der das Rauglatt macht. Was kommt da? Marc schreibt, wo liegen die Schablonen im Lager? Ja, immer dich gut stellen mit der Inka, die sind ganz bei ihr in der Nähe in einer Schublade. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns ja am Mittwoch, ich bin mir sicher, da liegt was unter dem Christbaum. Na, mal gucken. Wir haben von denen, die muss ich jetzt wieder neu produzieren lassen. Ne? Ja, ich werde eins, Ich werde eins offiziell erwerben, mit dem Spray, Marc. Ja, toll. Ich werde das bezahlen. Das hilft. Ja, der Punkt ist folgender. Es gab mal ein Kunststück, das kam tatsächlich durch Carta Mundi und das war Kids Cards. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das Ganze von Richard Pinner. Das war ein Kartenspiel, was man normal vorzeigen konnte. Normale Vorderseiten, andersherum. Warte kurz, eine Frage, die ist mir wichtig. Wenn ich mir selber ein Invisible Deck sprayen würde, hätte ich die gleiche Qualität wie gekauftes. 100%. Wenn man es mit Science Fiction präpariert, absolut. So ist unser Invisible Deck. Deswegen lohnt sich das Science Fiction Set definitiv zu 1000%, weil du halt, du sparst im Endeffekt auf lange Frist, sparst du Geld. Erstens, weil das jetzt, Set... Jetzt stanzt ein bisschen was raus, weil ja hier der Gecko verwendet. Ihr wisst, das geht, guck mal. Ja, ihr wisst noch, Marc und ich hatten unseren ersten Stream zusammen, da war das Chaos-Thema, da war auch das im Spiel, da wurden wir hinterher weggehatet. Wir probieren es jetzt nochmal. Nicht jetzt heute, wir werden es nochmal machen. Marc, wir führen es nicht mehr vor, das bleibt legendär, was wir gemacht haben. Das auf jeden Fall. Wobei ich die 5 Minuten Tonstörung rausgeschnitten habe. Ja, super. Aber ich sag dir was, auch Marc und ich, wir hypen das Produkt so derartig krass. Das ist so genial. Und vor allem, was ihr da alles bekommt, wir haben Unboxing gemacht, der Marc und ich. Wir haben euch das, glaube ich, nahegelegt, dass das geil ist. Aber damit seid ihr wirklich bedient. Ja. Ein Leben lang. Dazu kommt, da sind auch ganz, ganz tolle Kunststücke drauf auf einer 3-Stunden-DVD. Und 2 dieser Kunststücke, weil ich die wirklich genial fand, hatten wir dann als Spin-Off gemacht gehabt. Und das eine ist, das nennt sich, wenn wir mal die Top-Kamera. Genau, da haben wir nämlich einmal, das stelle ich mal hier so hin, Delicious Ambitious, das war ein geniales Kunststück. Da gab es die Trickkarte, die ist da mit drin. Den ich verkackt habe. Oh Mann, also das war der. Okay, der wäre eigentlich ganz gut gewesen. Und der andere ist One Card Collector. Diese beiden Kunststücke verkaufen wir jeweils für 15 Euro knapp. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man dieses ganze Set ungefähr, dass man davon 600 von diesen Gimmicks bauen kann, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel man damit spart und wie viele Invisible Decks man damit präparieren kann. Genau, und es gibt noch eine DVD 2, gibt es auch noch, wo auch nochmal Defekte drauf sind. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Wir haben damals das Set zusammen verkauft. Kostet 30, aber auch heute nochmal, ich sage euch nochmal einen genialen Punkt. Wer es heute kauft oder in den nächsten Tagen Science Fiction kauft und den Promotion-Code DVD2 in einem Wort, DVD2 einträgt, der kann tatsächlich die zweite DVD kostenlos dabei bekommen. Das heißt, ihr spart 30 Euro. Und habt dann irgendwie doppelt so viele Effekte und wirklich geile Sachen. Unter anderem eine Routine von Patrick Lehnen,
Fissim-Nummer von ihm ist damit drauf. Das Automadeck. Automadeck ist damit drauf. Genau. Super geil und wirklich großartig. Also, das war jetzt die Frage. One Card Collector könnten wir später noch vorführen, wenn wir Bock haben. Kommen wir nochmal drauf zurück, genau. Und jetzt darfst du weiter starten. Ich grätsch einfach immer mal rein, wenn ich was lese. Was Spannendes. Ja, mach das bitte, das finde ich auch gut. Also, das erste Spiel, was damals halt rausgekommen ist, was mir aufgefallen war, dankeschön. Noch nicht. Okay, verstehe. Das heißt, das war das Kids Cards von Richard Pinner. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber heute wurde bei mir zu Hause ein bisschen was umgebaut und ich durfte durch bestimmte Räume nicht durchgehen und da bin ich leider an meine ganzen Sachen nicht so ohne weiteres rangekommen. Deswegen habe ich so ein paar tolle historische Sachen leider zu Hause und nicht hier für die Kamera, hätte ich euch gerne gezeigt. Aber die Kids Cards wurden damals von Carta Mundi produziert und da war es so, wie auch bei dem Lack, dass dort eine Seite einen anderen Lack bekommen hat als die andere. Und da kommt dann auch die Erklärung, weil wir ja mit Science Fiction und Parlor Deck so eine Schwierigkeit hatten, dass bei einem Gleiten eines Kartenspiels ein sogenannter, da gibt es von Experten sogar Glanzindexe und Gleitindexe und sonst was. Also dieses Gleitreibung, wenn man die Karten auseinanderfächert, dass der halt einen bestimmten Wert hat. Und bei US Playing Card, wenn die Karten so richtig flutschen, dann ist der super niedrig. Und wenn die Karten mehr aneinander pappen und so weiter, ist der entsprechend hoch. Und warum funktioniert jetzt das hier zum Beispiel, dass man jetzt so ohne weiteres dieses Spiel ausstreifen kann? Obwohl eine Seite diese andere Präparation hat, den Lack, da ist halt auch ein Koeffizient drauf, der niedriger ist als der von der anderen Seite. Aber in dem Moment, wo ich jetzt quasi diese Karten so reinstecke, dass jetzt die präparierte Seite mit der anderen präparierten Seite zusammenkommt, diese Karte wird den jetzt gleich von der Seite aus verschwinden. Das heißt, hier kann man jetzt machen, was man möchte. Ich mache nochmal die Top-Karte. Hier kann man jetzt machen, was man möchte. Erst dann, wenn ich hingehe und diese Karte wieder öffne, wäre diese Karte sichtbar. Streifen wir mal aus, dass man nochmal sieht, dass sie verschwindet und weg. Ja. Und erst, wenn man sie braucht. Da muss man ein bisschen. So. Genau. Und das ist quasi dann diese Haftung, die dann dazu. Toll, das ist genau hinter meinem Körper. Also genau dann, wenn man diese Haftung braucht, das spürt man dann auch so, dass dann der Lack besser zusammenhält und das ist dann quasi die Präparation, die man dann in dem Moment benötigt. Wo habe ich die jetzt her? Ich glaube, von da hinten geholt. Genau. So, und wenn dann nämlich alles präpariert ist, dann ist man in der Lage, tatsächlich das gesamte Kartenspiel auszustreifen, so wie das hier. Und an einer beliebigen Stelle, wie zum Beispiel hier, eine Karte erscheinen zu lassen, die jetzt andersherum im Spiel ist. Und deswegen ist Visa Versa auch so cool, weil du kannst es halt nutzen, ohne die Präparation, quasi ohne die Invisible-Deck-Präparation zu nutzen. Oder dann hat man ein geniales Deck für Mentalkunststücke. Super geiles Deck für Mentalkunststück, für Pre-Show, für alles Mögliche. Es ist mal was anderes. Man kann es für Storytelling gut benutzen. Du kannst damit auch einen Out-of-This-World-Effekt machen. Du kannst damit alles machen. Das ist echt. Hat wirklich eine Menge Vorteile. Und das Geniale dabei ist, dadurch, dass ich selbst diese Rückseite habe ich so einen Reisepass genommen und so weiter. Das Witzige dabei ist, man geht immer davon aus, dass der raue Lack matter wäre als der andere. Aber der hier ist ein bisschen glänzender, weil wäre jetzt eine andere Geschichte. Ich habe den halt gefunden gehabt. Carta Mundi kann bis heute diesen Lack nicht nochmal neu produzieren, weil europäische Gesetzgebung, sonst was, Spielkarten sind Spielzeug, kann man sich in den Mund stecken als Kind oder als Zauberer und deswegen dürfen bestimmte Lackkomponenten nicht enthalten sein. Dadurch wurde dann bestimmte Sachen verboten in dem Lack, den die damals benutzt hatten und deshalb wurde nie wieder ein Spiel von denen soweit produziert. Die probieren es immer noch für mich, aber in der Zwischenzeit bin ich hingegangen und habe dann einen Hersteller in Taiwan überredet, mir diesen Kartenlack so anzumischen, dass das wieder funktioniert. Und das funktioniert auch sehr. Ups, das war die falsche. Ja, und hier kann man tatsächlich sogar hingehen, dass ich, egal welche Karte es ist, wie zum Beispiel die hier, würde ich jetzt zum Beispiel sehen, ich hoffe mal, dass ich es hinkriege, dass ich hier Irland hätte. Ich hoffe mal, das klappt wirklich. Schauen wir mal nach. Ja, passt. Schade, IWA, richtig, aber Israel. Nee, das ist dann wohl die nächste. Warte mal, Irland, genau, IR, da ist es doch. Genau. Wofür steht IL? Das ist ja schon gelesen, das ist Israel, genau. Also, da ist eine Markierung drin, wir reden von dem ISO-Code. Und den siehst du gar nicht, ne? Ich sehe es.
Sehr schön, dann haben wir es gut gemacht. Ja, aber du hast es mir auch schon gezeigt, also du das erste Prototyp geholt hast. Okay, das stimmt auch wieder. Aber da kann man ja einiges draus machen. Also ich bin auch hingegangen, habe eine Markierung draufgesetzt auf die Rückseite, speziell für die Leute, die das ganze Spiel nicht im Invisible Deck-Stil zusammenlegen, weil sobald du die Rückseite aneinander legst, ist die Markierung eh weg. Ach, echt? Ja, deswegen. Ich wollte ja nur mal noch gesagt haben. Haben wir das auch soweit erledigt? Geil, Freunde. Ja. Richtig gut. Wenn ihr noch Fragen habt, wegen der Präparation und sonst was, wirklich spannende Geschichte. Wir sind bereit, können euch alles soweit beantworten. Oder möchtest du jetzt mal so einen von diesen tollen Effekten vorführen? Hey, hast du hier noch was vorbereitet? Nee, wir probieren den neuen. Ja, oder? Sehr schön. Ja, gerne. Wir probieren den neuen. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Wie viele Decks kann man so circa besprühen? Da gibt es eine schöne Sache. Das hängt natürlich davon ab, wie stark ihr drauf sprüht, wie sehr ihr entfernt seid und so weiter und so fort. Und ich gebe dort immer einen guten Hinweis, damit man selber für sich herausfinden kann, wie viel man notwendigerweise drauf sprühen muss, damit das Spiel gut funktioniert und man jetzt nicht das ganze Ding zusippt. Weil es gab mal jemanden, der hat wirklich die halbe Flasche drauf gesprüht und sagte, hier funktioniert gar nichts. Das war so viel, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber da hat es wirklich nicht mehr funktioniert. Aber das war so viel Lack, das war nass, das muss nass gewesen sein. Und hat sich dann beschwert, dass der Science Fiction so blöd ist. Gut, also der Punkt ist folgender: Nehmt euch ein altes Kartenspiel, nehmt euch ein Ass 2, 3 und 4 heraus, ja, also die Karten 1 bis 4, und legt diese 4 Karten vor den Tisch oder auf den Zeitung. Dann einmal einen Sprühstoß drüber geben, so wie ihr sprühen möchtet. So, nachdem ihr einmal drüber gegangen seid, entfernt ihr das Ass. Dann macht ihr es ein zweites Mal. Dann entfernt ihr die 2. Dann ein drittes Mal, dann die 3 entfernen und ein viertes Mal. Die Zahl sagt euch dann quasi, auf wie viele Lackschichten oder wie viel Mal man das Spray aufgetragen hat. Für die nicht zählen können, meinst du? Nee, für die nachher mit den 4 Karten probieren möchten. Okay. Dass man dann, also wenn der Lack trocken ist, dass man dann ausprobiert, ist das Ass schon ausreichend, ist es die 2 besser, ist die 3 gut? Okay. Dass man dann herausfindet, okay, bei meiner Sprühweise, mit meinem Tempo, mit meinem Abstand und so weiter, habe ich nie gemacht. Ist genial aber, oder? Ja, du hast mir das einmal gezeigt, wie man das ordentlich macht, und seitdem weiß ich, dass es die Stärke ist. Und dennoch macht jeder was anderes, genau. Absolut, so, ja. Und wenn du dann die Zahl 2 für dich gefunden hast, dann weißt du, ab jetzt wirst du immer 2-mal drüber sprühen und dann war es das. Das ist Wahnsinn. Und bei 2-mal, würde ich sagen, sollte man so um die 14 Kartenspiele rauskriegen. Ja? Ja. Okay. Also, oder 600 Karten, je nachdem. Also, wenn man es jetzt ausrechnet, wir sprühen ja auch bei einem Kartenspiel, man muss nicht jede, also gerade bei dem Invisible Deck, aber das erklären wir auf der zweiten DVD ganz gut, da müssen nicht alle 52 Karten besprüht werden, sondern nur 26. Und davon auch nur die Hälfte. Also eigentlich benutzt man ein Viertel von dem Spray, was man normalerweise benutzen würde, wenn man ein normales Rauglattspiel präparieren würde. Geil. Ja, genau. So, einen Trick machen? Irgendwelche Tipps für Science Fiction und Double-Decker-Decks? Ja, da würde ich großzügiger umgehen mit dem Spray. Also man muss mehr machen als bei einem normalen Kartenspiel. Ansonsten hält Double-Decker und Science Fiction fantastisch. Alle unsere Tricks mit Double-Decker und Rauglatt nutzen Science Fiction. Gibt es keine Ausnahme. Doch eine Ausnahme, wenn wir es nicht produzieren, sondern in Amerika produziert wird in Zukunft. Ja, aber die ihr kennt hier in Deutschland mit Sicherheit, alles Science Fiction. Bitteschön. Absolut. Du hast ordentlich gemischt, das habe ich die ganze Zeit gesehen und gehört. Gehört und gemischt. ja, tatsächlich ist das ungefähr 6 Minuten vorm Stream ist diese Idee gekommen. Ja, hast mir und noch schnell gezeigt. Genau, du hast schon gesehen, vielleicht, ich werde euch verraten, wie und was, aber es ist eigentlich eine relativ geile Methode dahinter, finde ich. Die man auch anders nutzen kann, kommen wir gleich drauf zurück. Okay. Heb mal ab. Okay. Gut. Perfekt. Felix frei an der Stelle abgehoben. Absolut. Zeig's in die Kamera. Ich nehme diese Karte vom abgehobenen Stapel. Pack's den auf. Karas. Oben drauf. Und. Nimm das Kartenspiel in die Hand. Und mach dieses ganz normale. Ja. Ja. Ja, ja. Mission Impossible. Mission Impossible. London Bridge is falling down. So, soll ich mich jetzt bücken oder nicht? Ja. Nö, waren das ein oder zwei Karten? Hörst du gar nicht mehr. Ist egal. Egal, eine hebe ich auf. Die andere lasse ich liegen. Misdirection nennt man das. Was hast du damit? Das hast du gemacht. Schreib mal in den Chat, was er gemacht hat. Während ich unten gar war. Nichts. Pass auf, brauche ich hier reinballern. Wir holen erstmal noch 2 Karten raus. Vielleicht gehen wir auf die Top-Kamera. So? Ja. Dann kann man es auch sehen. Warte mal, ich gehe mal auch ein bisschen aus dem Weg. Oder du machst es ein bisschen. Ja, das. Da die Karten hin. Da. Christian schiebt mich einfach mal von A nach B und von B nach A. Seht ihr ja eh. Weil wir sehen uns auch. Und die Karten. Ist das so? Ja, wenn man es richtig macht, ja. Ah, okay. Die Joker brauchen wir nicht, okay? Pass auf. Das Ding ist,
Kannst du deine Karte irgendwo sehen? Warte mal, das war das Karo Ass. Ich sehe... Kreuz Ass? Nein, ist okay. Weg. Nein, es ist Herz Ass, aber nicht die Karo Ass. Die Joker helfen uns jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wie man das performen kann, aber die Joker helfen uns gleich, die Karte zu finden. Pass auf, okay. Schieben die mal zusammen. Ja, leg mal deine Hand hier oben drüber. Ja, genau. Und weg. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Ja, man sieht, zwischen den Jokern ist eine Karte aufgetaucht und das ist das Karo Ass. Sehr genial. Genau. Ist eine von den Routinen auf der DVD. Da ist mal längere Zeit nicht mehr geguckt. Fällt mir jetzt gerade so ganz spontan. Genau so? Mit den Jokern. Vielleicht so mehr oder weniger, ja doch. Aber da wurden die Joker, oder das haben wir dann bei der Vorführung auf der Messe immer so gemacht, dass wir zwei Joker hatten und wir auseinanderstreifen konnten auf dem Tisch. Die Karte war nicht da. Ja. Wieder zusammen und dann wieder auseinander und dann war sie da. Das Ding ist, was die eigentliche, ich finde das super geil, weil die Joker so beiläufig rausnimmst und die Karte raus. Aber eigentlich die Methode ist eigentlich das hier, was ich sehr clever finde, ist, wenn du dir deine Keycard einsprühst und quasi die Zuschauerkarte auf die Keycard geht, dass der Zuschauer selber mischen kann und du eigentlich sehr frei das Ganze hantieren kannst. Und dann irgendwie an euch auch bei und durchgehst und du spürst sofort, wo die dicke Karte ist, schiebst dann auseinander und weißt, welche Karte es war. Finde ich eigentlich genial, das Science-Fiction-Spiel dazu zu benutzen, um die Karte zu safen oder um sie halt zu verschwinden zu lassen, wie man jetzt sagt. Als generell, also jetzt ist das eine Routine, aber generell eine Karte da drin zu haben als Keycard, die unten drauf ist, oder oben drauf, Entschuldigung, und dann später in den Kontakt kommt mit der anderen Karte oder selbst wenn sie jetzt unten auf der Bildseite wäre und auf der Bildseite besprüht ist, sobald sie den Kontakt bekommt mit der gewählten Karte und dann als Paar zusammenbleibt, das ist was Geniales, weil zum einen hat man, wie du schon sagtest, diese Thematik, ist die noch drin? Nein, welche ist jetzt separiert? Okay. Also das heißt, wenn ich sie jetzt irgendwo in das Spiel stecke, wird sie jetzt mit einer Karte reagieren. Das heißt, ich kann jetzt auch optisch, aber das seht ihr jetzt schlecht in der Kamera, aber ich sehe jetzt eine dicke Karte und weiß schon, wo diese Karte steckt. Und ich kann tatsächlich, wie du es auch schon sagtest, auch fühlen und in dem Zusammenhang dann diese Karte nachgucken. Es wäre in dem Fall jetzt der Karo Bube gewesen, dass man dort mit ganz einfachen Mitteln und ohne Sleight of Hand und sonst was fantastische Kunststücke machen kann, die einfach unmöglich wirken. Aber einfach, sehr einfach vorzuführen. Ja, finde ich auch. Also ich finde das klasse. Also macht echt Bock, damit rumzuspielen. Absolut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ist das gedruckte Rauglatt, welches Richard Sanders mit seinem Invisible Deck anbietet, etwas komplett Neues? Angeblich nutzt sich das nie ab. Nicht nur angeblich. Richard Sanders. All Alone. Nein, das ist ja nicht Richard Sanders. Richard Sanders ist ja der Kanadier, der ein eigenes... Ich habe keine Ahnung. Hat er ein ganzes Kartenspiel rausgebracht? Ja, warte mal. Wer auch so produziert? All Alone war David Riegel. David Riegel. Die Karten... Am Anfang sind die aggressiver und werden anschließend angenehm und halten sehr, sehr lange. Ich würde nicht sagen, es hält ewig, aber ich habe es bis jetzt selber persönlich noch nicht abgenutzt. Ich habe es verwechselt mit David Riegel. Ja, aber es gibt da, ich weiß es nicht, ich habe das Spiel nie in der Hand gehabt und ich würde jetzt auch nicht sagen können, das hält ewig und wie auch immer, da muss man Tests machen. Ja, einfach machen. Also ich weiß, dass dieses Richard Pinner, wobei ich habe es auch nicht so häufig vorgeführt. Wenn man es hinlegt und nie vorführt, wird es nie abnutzen. Ja, also vielleicht ist auch ein gutes Zeichen für ein gutes Kartenspiel, dass es irgendwann nicht mehr zu gebrauchen ist. Dann hat man es oft genug vorgeführt. Absolut. Ja, absolut. Ich weiß es wirklich nicht. Leute, keine Ahnung. Aber wenn es gedruckt ist, wird es ähnlich sein wie unseres. Es gibt keinen anderen Lack. Das ist der. Den habe ich viele Recherchen fahren lassen, auch mit Carta Mundi und sonst was. Und wir hatten viele Tests gemacht. Ich hatte auch sogar versucht, dieses Rauglatt oder diesen Rauglatt-Druck mit Double-Deckern zu machen. Ich hatte Muster erhalten, die waren fantastisch. Habe dann die große Auflage gestartet und nichts hielt mehr. Das war sehr enttäuschend, aber hat mir dann wieder andere Sachen gezeigt. Die besten Erfindungen sind immer dann erschienen, wenn Fehler gemacht wurden oder wenn man daraus lernen konnte. Deswegen habe ich überhaupt nichts gegen Fehler. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ja. So wie bei dieser Collectors Box von uns, von der Vibrant Edition, da ist immer noch ein Fehler unten drauf, den hatte ich leider nicht gesehen in der Produktion, ist dann doch übrig geblieben, hat mich dann irgendwann mal ein Fan darauf hingewiesen, dass dann auch unten was draufsteht, was da gar nicht so hingehört, fand ich dann auch lustig.
übersehen. Sorry, sorry, sorry. Aber man weiß es nicht. Wir sind alle nur Menschen und tun unser Bestes, dass ihr perfekte Produkte bekommt. Und wenn es mal nicht so hundertprozentig ist, dann redet mit uns. Wir können über alles reden und euch helfen oder ja, Ersatz geben oder was auch immer. Da sind wir sehr offen. Dafür haben wir auch schon eine Support-E-Mail. support@card-shark.de oder philo@card-shark.de. Weißt du was? Wir holen den Marc mit ins Team und dann machen wir noch die E-Mail Support. Support? Ja, den Marc haben wir doch schon ins Boot geholt. Ich weiß, aber da kriegt er eine eigene E-Mail. Er hat immer noch keine bekommen. Ja, ist eigentlich eine Frechheit. Gut, dann müssen wir, aber er hat auch noch keinen Arbeitsvertrag, offiziell. Ja, gut, aber müssen wir noch drüber reden. Lass uns da jetzt drüber sprechen. Der Mann, ihr dürft abstimmen, was Marc verdient. Ja, einzelne. Sehr genial. Hey Leute, haben wir soweit alles durch? Ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt noch andere Effekte wie das Ultimate Brainwave Deck. Geiles Ding. Geniales Kartenspiel. Das gibt es auch in Large Index. Natürlich gibt es das in Large Index. Ist das da hinten eine Maus? Ja. Doch. 1-1-1. Einer will ihm gar nichts geben. 1-1-1-111. Nehme ich. Ein Bitcoin pro Monat. Easy. Ah, der Marc denkt mit. Sehr genial. Ja. Wir können nochmal über Satoshis reden. Wenn du einen Satoshi nimmst pro Monat, können wir auch nochmal reden. Ihr mit eurer Pokémon-Währung, ey. Nee, das ist 3,50 Euro pro Stunde. Doge, worüber der Elon Musk letztes Wochenende gelästert hat. Christian. Willst du es vorführen? Ich hab's jetzt noch gar nicht. Vorführen? Ja. Mach doch. Mit dir? Ja. Oh, ich halte mal den QR-Code nicht in die Kamera. Übrigens, dieses Kartenspiel war die Grundidee von mir, die dann anschließend von Rick Lax für dieses Tarot genutzt wurde mit Past, Present, Future. Okay. Was ich dann auch nochmal produziert habe, aber das war eigentlich so die eigentliche Ausgabe. Ja. Hier machen wir mal die Top-Kamera. Da haben wir, das müssen wir wirklich nochmal überlegen, wie wir das machen mit uns einblenden. Ich mach mal es hier, weil dann... Dann mach doch mal uns weg. Nee, ich will uns ja weg drin haben. Komm, wir sind ja auch Teil dieser ganzen Show. Vielleicht sollen wir uns... Aber guck mal, wenn man jetzt weiß, dass man es so ausstreift, dann ist auch alles da. Ist doch cool, oder? Ist doch alles klasse. So, wir haben ein New Deck Order Kartenspiel. Genau. Und ich möchte dich jetzt mal bitten, eine der Karten zu... Also, ich führe es vor und du machst es doch. Entschuldigung, ich sehe jetzt hier gerade, was perfekt. Den Bogen angeht. Ich dachte mir auch, das ist besser, wenn du es vorführst. Eben drum. Jetzt nenn noch mal eine der Spielkarten. Ja, okay. Herz 2. Herz 2. Ich entscheide mich um. Und du möchtest dich umentscheiden? Ich möchte die Herz 4 haben. Dann kriegst du die Herz 4. Möchtest du dich nochmal umentscheiden? Nein. Nicht. Schade. Ich bleib dabei. Weißt du was? Ja? Wir machen es trotzdem so, weil du hast ja jetzt schon eine Herz 2 genommen und eine Herz 4. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Ja, okay, cool. Dann möchte ich jetzt die Pik 3. Die Pik 3. Und weil alle guten Dinge 3 sind, nimm noch eine weitere. Kreuzbube. Fühlst du dich beeinflusst oder nicht? Nein. Du lässt dich gar nicht beeinflussen, ne? Hast du ja mal knallhart. Du bist knallhart. Finde ich gut. Okay, wir haben uns jetzt also für 3 Karten entschieden und ihr wisst ja, Entschuldigung, da war noch was. Das ist die 3. Hier haben wir tatsächlich dann den Kreuzbuben und letztlich auch hier, kann man so vorzeigen, die Herz 4. Und du hättest jetzt jede beliebige dieser Karten wählen können, richtig? Absolut, ich habe die freie Wahl gehabt. Hast dich aber für diese 3 Karten entschieden. Absolut. Und hätte eigentlich auch die Herz 2 sein sollen, hast dich dann doch die Herz 4 genommen. Ich wollte es nochmal extra schwer machen. Das finde ich gut, weil du hast dich nämlich tatsächlich für die einzigen blauen Karten in dem Spiel interessiert. Wie geht das? Sehr gut. Leute, ihr wisst ja eigentlich schon, wie es geht und genauso geht es dann auch. Eben drum. Ne? Und der Reset ist auch sehr super schnell gemacht, indem man einfach hier wieder alles untereinander hält. Nee, Quatsch, das war jetzt... Marc, da ist gerade eine Frage an dich reinkommen. Wird das Shirt noch mit den hier von dem Joachim? Marc Super beantwortet die Frage im Chat. Das macht er jetzt. Aha. Also, merkst mal, ich habe über ein Jahr nicht mehr vorgeführt. Aber ist geil. Das Ding ist super. Ich glaube, ich kriege es noch halbwegs hin, ja. Ich wollte dich fragen, bitte, ob ich dieses Kartenspiel haben könnte. Kannst du. Geil. Kannst du, ist alles dann deins. Ja. Das ist super. Ja, unschlecht zusammengelegt. Weil ich habe noch eins, aber das ist noch Standard. Ich merke gerade, ich habe noch nicht mal richtig zusammengelegt. Standard-Index. Ja, unglaublich. Das geht gar nicht. Das geht schon mal. Soll ich es jetzt eben, das machen wir nach dem Stream. Wer im englischen Stream nachher zuguckt, wird sehen, dass das wieder in Ordnung ist. Oh, wie kann man bestellen? Sehr einfach. Wir haben eine Webseite, die nennt sich card-shark.de, www.card-shark.de. Und dort sind die ganzen Tricks zu finden. Genau, die Adresse kommt gleich in den Chat gepostet von unseren wundervollen beiden Moderatoren, die ich gerade hier sehe. Generell würde ich nochmal sagen, wir haben das Rauh-Glatt-Spray mit dem Sprühgitter. Das Ganze ist dann so ein tolles
Set, was man bekommt. Also da sind diese ganzen Blätter drin, die man braucht zum Auseinanderklappen und zum Abdecken. Dazu das Spray. Und wenn man jetzt auf die große Schiene gehen möchte, dann nimmt man sich das Science Friction Spray mit dem Gecko, der DVD, ein Lederwallet zur Organisation von Päckchentricks und Sprühschablonen. Sprühschablonen und ein gesamtes Kartenspiel mit Trickkarten. Code, genau, also GavDeck. Ja, das Ding ist, also ist eine andere Preisliga. Das hier kostet dreimal, also das gesamte Paket kostet dreimal so viel wie das hier. Aber da ist wesentlich mehr enthalten und so weiter. DVD 2 noch on top als Code rein. Dann bekommt ihr noch die Science Friction 2er DVD dazu. Genau. Was ich euch nur empfehlen kann, weil da echt schöne Routinen drauf sind. Und guckt euch ruhig mal den One Card Collector oder Delicious Ambitious an. One Card Collector habe ich vorbereitet. Wunderbar, dann führen wir den gleich nochmal vor. Und du. Ja. Und nur gesagt, beide Effekte sind Bestandteil von der DVD Nummer 1. Also wenn ihr Science Friction bestellt, bestellt die hier bitte nicht. Die kommen automatisch mit auf der DVD. Ja. Und dann legt bitte los. Ups, das rutscht aber ganz schön, das Spiel. Das ist gut, oder? Das ist super. So, Christian? Ja, bin da. Wir machen das folgendermaßen. In dem Bereich. Achso, in dem Bereich? Mhm. Okay. Sag mal Stopp. Und Stopp. Ja? Ja. Kreuz 6, okay? Ich nehme die Kreuz 6, ja. Sehr gut. Das hat nichts mit dem Trick zu tun und es wird nicht auf der DVD erklärt. Ich muss das nur mal ganz gut erwähnen. Das ist meine Herangehensweise. Ja, okay. So, ne? Ja, okay. Boah. War gut. Puste mal. Danke. Okay, perfekt. Es ist tatsächlich so, dass diese beiden Karten uns gleich helfen werden. Okay. Deine Karte zu finden. Genau, wir machen das folgendermaßen. Heb mal so ein Drittel ab. Ich heb mal ein. Achso, guck mal. Einfach ein Drittel. Richtig, ja, genau, ich weiß. Ja, und die erste Karte so outjoggt, also ein bisschen rausstehend. Ja, genau, und da ist nochmal ein nächstes. Da suche ich auch mal nach dem englischen Begriff, glaube ich. Hervorstehend. Nach dem englischen Begriff. Zweiten Joker genauso. Was meinst du, wie viele Karten sind da jetzt dazwischen? Schon ein paar, ne? Warte mal, ich zeige es auch mal in die Kamera, damit man sich das so halbwegs vorstellen kann, wie viele Karten da so zwischen sind. Ich würde mal sagen, ein Drittel. Uah. Schieb die Karten zusammen. Das ist dann also 15. Schieb das mal alles zusammen. Okay. Ja, okay, perfekt. Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt werden die beiden Buben deine Karte finden. Achtung. Öne McMadoodle. Und schreib das Spiel selber aus. Und dann, sind da zwei. Da hat schon wieder was passiert. Kann ich dir sagen. Das sind dann zwei Karten. Und eine davon. Da dachte ich mir jetzt Magician's Choice, welche nehme ich? Ja, pass auf. Pass auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du rauskriegen wirst, welche beiden Karten. Also die eine ist klar, das ist wahrscheinlich die Kreuz 6. Ja. Und was war die andere Karte? Wenn du so fühlst, so mit deiner Hand hier drüber gehst. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wenig Druck drauf. Ja, okay. Meine ich schon. Du weißt es nicht? Doch, auf jeden Fall nur sowas Spitzes, glaube ich. Ne? Und halt in der Mitte irgendwie. Ja, okay. Ne? Also ganz viel Weiß drumherum. Okay, und was ist es für eine Karte? Ich hätte mal getippt auf ein schwarzes Ass. Okay, das heißt, deine Karte gefunden, inklusive das Kreuzass. Ja, genial. So. Guck mal in der Schau. Ich guck mal in der Schau. So. Oh Gott, das wird wieder rausgeschnibbelt. Nein, hoffentlich nicht. Super, sehr, sehr schön. Gibt wieder Shitstorm. Ja, fast alles gut und perfekt. Man muss auch nicht alles perfekt machen, damit noch Luft nach oben bleibt. Liebe Leute, wir haben tatsächlich es geschafft, eine Stunde mit euch hier live zu sein. Kann man das Spiel zum Untersuchen geben? Natürlich kann man das zum Untersuchen geben. Philo hat es wieder getan. Das Geniale dabei ist, man kann... Warte kurz, aber der Trick hat funktioniert. Es war nur eine Karte zu viel. Ja, er meint es besonders gut, sagen wir es mal so. Der Punkt ist, und das macht mir besonders viel Spaß, dieses Kunststück, diesen One-Card-Collector, den kann man sogar mit einem geliehenen Kartenspiel machen. Das macht mir am meisten Spaß und ich habe das tatsächlich einmal vorgeführt. Da war David Riegel mit dabei, wir haben beide zusammen performt, er nach mir, ich vorher. Und wir durften ein bisschen was vorführen, wo war das denn? Das war bei der International Magic Convention in London. Und da habe ich tatsächlich jemanden aus dem Publikum zu mir nach vorne geholt und er hatte ein Kartenspiel mitgebracht und das ist nämlich das Schöne dabei. Ja. Das muss man gleich mal zeigen, nämlich noch als Witziges. Der hatte ein B-Kartenspiel und wie man ja so schön weiß, B hat nun mal keine weiße Rückseite, keinen weißen Rand. Und da wäre dann eine Präparation, wenn eine Karte bildseitig in dem Spiel drin ist und definitiv darin verschwinden soll, dann wäre das sehr, sehr ärgerlich, wenn die blitzen würde. Und ich hatte ein bisschen geschwitzt, aber konnte mich dann auf Science Fiction verlassen. Die Karte war zu 100% weg und erledigt. Geil. Einmal habe ich sogar geschafft, auf einer Convention hat mir einer auch ein Spiel in die Hand gedrückt und es war ein Bridge-Kartenspiel.
Mit einer schmalen Karten. Und hast du ich habe es trotzdem vorgeführt. Mit einer Trickkarte, die Poker-Size war. Die musste ich dann ein bisschen outjoggen und sonst was. Aber das habe ich irgendwie hingekriegt. Und das fand ich super spannend, dass das geklappt hat. Und er hat es nicht gemerkt. Das Coole dabei ist, du hattest eine Trickkarte verwendet. Und das war die hier, ne? Ja, genau. Ja. Und um euch zu zeigen, dass wirklich jedes beliebige Kartenspiel geht, inklusive eines geliehenen Kartenspieles, seine Trickkarte war eine blaue. Man sieht sie nicht. Ja. Ich hatte extra aber auch darauf geachtet, weil ich es nicht wusste, als ich anhob, dass man so drauf gucken konnte, habe ich nicht zu weit rumgedreht, man hätte dann die anderen Rückseiten gesehen. Aber das Gute dabei ist es wirklich so, bei dem One-Card-Collector, man kann es mit einem Bicycle-Spiel machen oder mit jedem Kartenspiel, was Bildseiten hat, wie dieses hier. Von einem normalen US Playing Card Kartenspiel funktioniert immer. Und das ist wirklich ein tolles Kunststück. Und das ist mein Lieblingskunststück von der ganzen DVD von Science Fiction. Ja, es ist deins auch? Der Two Card Collector ist super, ja. One. er hat wieder einen neuen Trick erfunden. Ja, aber es ist tatsächlich diesmal, muss man ganz ehrlich sagen, schon wieder, sie ist aufgetaucht. Ich habe es gelesen, Marc, weil Kreuz 6 und das Kreuz Ass ist zusammen. Kreuz 7. Was kommt jetzt? Diese Spielkarte. Das ist deine Lieblingskarte. Nee, aber Freunde, diese Spielkarte verfolgt den Marc schon ewig. Und tatsächlich habe ich jetzt bei Instagram ein Bild hochgeladen, wo ich diese Karte palmiere und habe nicht nachgeguckt beim Fotoshooting. Nein, und es war auch die Kreuz 7. Also Kreuz 6 plus Kreuz 1 ist Kreuz 7, ist ein Insider. Und Ich kann bestätigen, in dem Fotoshoot, was eigentlich eine Herz 5, der hat da stundenlang in Photoshop gesessen, nur um da Kreuz 7 draus zu machen und den Mark fertig zu machen. Genau, ich habe stundenlang da drin gesessen. Oder auch nicht. Geht auch mit Phoenix. Natürlich geht das auch mit Phoenix. Ja. Ne? Und das war eine Scherzfrage. Der einzige Punkt, Large Index, da würde ich jetzt, also die Bildseite muss schon identisch sein. Bei Large Index Spielen, das muss auf jeden Fall dann auch Large Index vor allem, sein. Ist es auch ganz geil, wenn man Classic Force mit markierten Kartenspiel macht. Das ist so sinnfrei, ey. War aber schön, hast du gut gemacht. War die Kreuz 6. Ich dachte, du hättest es abgelesen. Aber nee, überhaupt nicht, ey. Ich habe das erst gesehen, als es dann so weit war. Okay. Sie ist überall. Genau. Freunde, es war sehr schön. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß habt. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Und auch die Abo-Glocke ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, hat es euch heute gefallen? Das würde uns sehr, sehr freuen. Genau, schreibt was in die Kommentare. Dann abonniert bitte. Lasst einen Kommentar unten. Fragt uns auch gerne weitere Fragen zu Rauglatt oder was man sonst noch machen kann und so weiter. Wir stehen da, Rede und Antwort. Und es geht auch mit den schwarzen Karten, also diese Full-Tilt-Karten und so weiter, die auch randlos sind. Das Weiße wird so schnell nicht blitzen. Das ist nämlich wirklich eine geniale Geschichte. Gebt ihr auch Unterricht? Ja, das kommt in Kürze. Du möchtest dich tatsächlich jetzt echt am Wochenende endlich mal hinsetzen und die ganz, ganz tollen Wände noch ein bisschen überstreichen. Am Freitag werde ich das College streichen. Wir werden das in Eigenregie alles machen und werden uns das ganz schön herrichten. Dann werden wir das Ganze anfangen zu dekorieren. Wir hoffen, dass diese ganze, weil wir sind natürlich darauf angewiesen, dass auch wieder Unterricht möglich sein darf. Das heißt, wir werden erst das College streichen und dann rufe ich erstmal die Angie an und frage, ob wir eine Sondergenehmigung bekommen, weil Zauberunterricht, finde ich, ist ja schon wichtig für die Menschen. Schule ist Schule. Schule ist Schule. Also, Schulen müssen dran. Sobald wir den kleinsten Deut von, wir können das in irgendeiner Form machen, sei es mit einem Schnelltest vorher oder sonst irgendwie, wollen wir das Ding öffnen, weil wir haben Bock. Wir haben Anfragen, wir haben Nachfrage ist da und wir haben den Raum und wir haben die Produkte und wir haben einfach Bock für euch sowas zu machen. Ich muss auch noch was dazu sagen. Bitte. Weil, wenn wir nämlich die Schule eröffnen, würde ich das ganz gerne auch so eröffnen. College. Die Schule mit, wie dann heißt, Kanscher College, ihr habt ja recht. Hast ja recht, sehr gut gemacht. da hat der Ritchie nämlich zugesagt und deswegen möchte ich es auch wirklich schön feiern und deswegen ist auch der Sommer dann dafür perfekt geeignet. Er würde dann nämlich ganz, ganz leckeres Barbecue machen, als zur Feier des Tages. Mhm. Ja, und dann können wir hier ganz lecker essen, schmausen und unsere Eröffnung hier feiern. Genau. Und selbst wenn es brütend heiß wird, unsere Räume sind perfekt ohne Klimaanlage, sondern weil das ja ein uraltes Gemäuer ist, das ist nämlich ein altes Zechengebäude. Und da gibt es ganz kühle Räume bei brennender Hitze und leckerem Barbecue. Was will man mehr? Ihr werdet euch wohlfühlen und ansonsten machen wir es virtuell. Wir finden da schon eine Lösung, aber fürs Barbecue, das geht nicht virtuell. Da muss man dabei sein. Also, Freunde, in diesem Sinne? Hey, ab in die Rinne. Aber bevor wir in die Rinne gehen, es hat uns sehr gefreut,
Zu dem Kartencollege, zu dem Karcher College werden wir hier noch ausführlich mehr berichten, wenn wir in der Richtung näher sind. Wir werden auch mal ein kleines Video drehen, wenn hier gestrichen und hergerichtet wird und so weiter. Werden wir vielleicht auch auf YouTube hier hochstellen. Ihr werdet Preise, ihr werdet alles erfahren. Wir bauen gerade an den Sets rum, was wir Pakete schnüren und. Wir sind da auf Hochtouren. Wir sind froh, dass wir den Herrn Süper auch im Team haben, der uns da als tatkräftig unterstützt. Wir haben 2 Releases vor der Brust für diesen Monat noch. Ja. Und 3 für den nächsten. Ja. Wir geben Vollgas. Wenn irgendwas untergehen sollte, schreibt uns an. Seid nicht böse, schreibt uns an. Ich antworte auf jede E-Mail. In diesem Sinne. Ab in die Rinne. Bis dahin. Es war sehr schön mit euch. Ich muss erstmal den Aufruf kommen. Übrigens, wer im englischen Chat dabei sein, wir machen es trotzdem noch. Wer in den englischen Chat kommen, in den englischen Stream kommen möchte, der startet heute schon um 8.30 Uhr. Also bitte nicht warten bis 9 Uhr abends. Wir fangen schon in 25 Minuten an, denke ich mal. Genau. Und bitte seid dabei. Ansonsten bis nächste Woche. Peace. Alles Gute. Ciao. Tschüss.